um das Ding. Ja, der Knochen der Verzweiflung für viele. Also, es geht ums Kickstarten. Ganz einfach. Ja, also Fahrzeuge, die keinen E-Starter haben, müsst ihr nun mal mit dem Ding hier starten. Und um diese Geschichte ranken sich ja Mysterien, wilde Märchen und unfassbare Geschichten mit abgebrochenen oder durchgebrochenen Schienbeinen und blauen Flecken und Aua und Fersen kaputt und so weiter. So, damit werden wir jetzt mal aufräumen, denn wir werden euch jetzt mal erklären, wie das Kicken von so einem Moped hier eigentlich total easygoing ist und auch für jedermann zu bedienen ist. Ja? Wie das geht, das seht ihr jetzt. So, und warum ist das eigentlich recht einfach? Weil im Grunde genommen muss ich nur dann kicken, wenn ich überhaupt keinen Widerstand habe. So, jetzt werden viele fragen, wie kein Widerstand? Ne, ich kick da mal drauf und ne, bleib mitten stehen und rutsch ab und hast du nicht hin. Im Grunde genommen ist es ganz einfach, man muss sich nur mal kurz in Erinnerung rufen, wie so ein Motor überhaupt funktioniert. Einzylinder Viertakter, ganz klar, arbeitet wie jeder Viertakter nur alle 720 Grad, also hatte dann einen Arbeitstakt in der Umdrehung der Kurbelwelle. Also nicht jede 360, sondern erst nach 720 Grad entsteht ein Verbrennungstakt. Also da ist Druck im Zylinder. So, das heißt für uns, wenn wir direkt hinter diesen 720 Grad anfangen drauf zu treten, dürfte oder ist überhaupt kein Widerstand am Kickstarter, weil der Kolben dann von euch mit dem Ding einmal kräftig nach unten gejagt wird, kommt unten rum, kommt hoch, ja, ist im OT-Bereich, also in der Überschneidung, im Ausstoß des Abgases und Neuansaugen des Luftgasgemisches und hat dann nochmal Schwung nach unten und kann dann zünden. So, aber wie kriegen wir sowas raus? Ja? Ohne irgendwelche Markierungen und. Ne? Wie das geht, das seht ihr jetzt. So, ich habe auch direkt das richtige Fahrzeug dafür. Ja, also hier 625 SCSM aus Baujahr 02. Übrigens das gleiche Fahrzeug wie aus unserem Video vom letzten Mal, was halt immer noch zum Verkauf steht. Also ne, wer Interesse hat, es ist noch hier. Aber gut, dass es noch hier ist, weil jetzt kann ich es anhand dieses Gerätes mal zeigen, wie es wirklich geht. Also im Grunde ganz simpel. Fuß auf den Kicker, nichts machen, ja? Locker drauf treten und irgendwann habt ihr hier Widerstand. Irgendwo ist Widerstand. So. Der Widerstand heißt, Kolben sitzt im Verdichtungs-OT, hat angesaugt, Ventile sind geschlossen und jetzt müssen wir über diesen Kompressionsdruck müssen wir drüber. Ja, können wir natürlich mit Gewalt machen, ne? Würde aber uns den Schwung klauen für die doppelte Kurbelwellenumdrehung. Also gehen wir hin und ziehen den Handdeko, der hier oben sitzt, das kleine Hebelchen, ja. Und wenn ich den ziehe und festhalte zum Beispiel, passiert folgendes, ne? Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, ich kann das Ding mit schlappen Lümmel durchdrehen, ja. Weil dieser Hebel über den Zug, über einen kleinen Hebel im Ventildeckel, drückt auf das Auslassventil und drückt dieses auf und dadurch dekomprimieren wir den Brennraum. Ja. Also lassen wir nochmal los. So, Druck haben wir hier, Handdeko ziehen wir und dann müsst ihr halt darauf achten, mit dem Hebel ganz leicht nur über diesen Punkt drüber. Das reicht schon. Ne? Also nur ein paar Millimeter, dass der Kolben quasi aus der OT-Stellung in Richtung Abwärtsbewegung geschoben wird. Also ganz wichtig nochmal, der Kicker muss ganz nach oben. Ne? Nochmal zur Vorführung, wir haben Druck, wir ziehen den Hebel, gehen kurz darüber, lassen los, ganz nach oben, Schuh schön hier rein, also schön mit einem vernünftigen Schuh natürlich, klar, hier in die, hinter die Hacke und dann treten wir einfach drauf. Ich habe mir mein Handy fest. Und voilà, das Ding ist an. Ihr seht, es war überhaupt keine Kraftanstrengung, weder irgendwie über irgendeinen Druckpunkt drüber treten oder ne? Es war kein Widerstand, einfach drauf und fertig, weil in diesem Bereich direkt nach OT, also nach dem Verdichtungs-OT, haben wir komplett frei schießen für den Kolben bzw. für die Kurbelwelle. Daher ganz easy durchkicken. Auch was viele falsch machen ist, flitschen lassen. Den Kicker nie flitschen lassen. Ja, es kann
Wenn ihr Pech habt und die springt nicht richtig an oder ihr tretet falsch und ihr habt vielleicht ein bisschen viel Kraftstoff im Brennraum, kann es natürlich zu einem leichten Rückschlag kommen, während ihr kickt. So. Wenn ihr den flitschen lasst, schnappt sich, geht die Ratsche wieder zurück, hier ist eine Ratsche drin, geht die Ratsche zurück und schnappt sich natürlich den Hebel und dann haut die zurück. Das kommt aber sehr selten vor. Das ist eigentlich bei Fahrzeugen mit einer kontaktlosen Zündanlage sehr selten. Aber ne, je nachdem, wenn man sich da einen abgeorgelt hat und der ganze Kraftstoff sitzt im Brennraum und irgendwann geht das Ding doch an, könnte das passieren. Also dementsprechend immer den Fuß unten lassen. Ja, da kann nichts passieren. Dann ratscht halt, dafür ist das eine Ratsche. Und dann geht er, wenn die Karre läuft, einfach oben hoch und Kickstarter rein. Und fertig. So, um das noch ein bisschen zu verdeutlichen, mache ich jetzt nämlich Folgendes. Ich mache das Ding jetzt mit der Hand an, deswegen habe ich hier den Handschuh bei. Und da zeige ich euch mal, wie einfach das ist. Und ich bin nun mal nicht Arnold Schwarzenegger. Ne? Also es geht ganz simpel, sogar mit der linken Hand. Und los geht's. So, jetzt haben wir natürlich hier eine schöne Sache, wenn wir auf dem Hauptständer stehen mit so einem Motorrad. Es gibt natürlich auch genug LC4s oder auch andere Kickstart-Motorräder, die haben sowas nicht. Vor allen Dingen ist es natürlich auch eine blöde Sache für Leute, die was kleiner sind. Unter 1,80, da das Bein so hoch zu kriegen, ist ein bisschen schwer. Wenn ihr keinen Hauptständer habt, läuft es ganz einfach. Durch linke Seite stellen bei der LC4, klar. Und dann nehmt ihr als allererstes erstmal, haltet ihr die vordere Bremse fest, weil sonst ne, habt ihr keine Stabilität im Fahrzeug. Dann das gleiche Spiel wie gehabt. OT suchen, Handdeko ziehen, rauf, Handbremse, also hier, Bremse vorne halten, aufsetzen, Ratsche, Kick nach unten lassen. Ja, und dann hoch. Beim E-Start, bei der E-Start LC4 verhält sich eigentlich genauso, ja? Ist ja im Grundprinzip der gleiche Motor. Vor allen Dingen dann für euch wichtig, weil ihr denkt, na gut, ich habe E-Start, was soll's, wenn mal die Batterie was schlapp ist. Ja, wenn ihr schon merkt, oh je, da wird es gleich Probleme geben, lasst es sein. Mit der Restspannung der Batterie bzw. mit dem Reststrom, der auf der Batterie drauf ist, kriegt ihr das Ding immer noch im Kicker an. Ja? Weil der E-Starter klaut euch alles, was geht, aus der Batterie raus und nachher ist für die Zündung nichts mehr da. Also, E-Starter Finger weg, Zündung an, Seitenständer weg, gleiches Spiel, OT suchen, so, hier fest, Handdeko ziehen, Kicker ganz nach oben, Bremse festhalten, Ratsche festhalten, hochgehen, Thema erledigt. So geht's. So, und dann gibt es noch die Variante für die geübten Kicker dann später mal, wenn ihr das dann halt schon mal ein bisschen drauf habt mit dem daneben stehen, kann man natürlich auch mit links kicken, wer es denn kann. Ja, gleiches Spiel, ich suche meine OT. Mache natürlich vorher mal die Zündung an. Ne? OT suchen, Handdeko-Hebel ziehen, Kicker ganz nach oben, Bremse festhalten, draufdrehen und dann wird es an. Ja? So, dieses hervorragende Anspringen bedingt natürlich auch einen gut eingestellten Motor und vor allen Dingen ein Motorrad, was nicht 3 Wochen lang oder 8 Wochen lang irgendwo rumgestanden hat, weil gerade LC4s sind sehr empfindlich für alten Sprit. Wenn ihr also mit dem Moped reinkommt und habt jetzt keine Ahnung, fahrt 3 Wochen nach Spanien in den Urlaub und kommt dann wieder nach Hause und denkt, na super cool, endlich ist der scheiß langweilige Urlaub um und ich kann endlich wieder Moped fahren,
drauf und ihr kickt und kickt und kickt und kickt und nichts passiert. Weil der Sprit, der im Vergaser sitzt, ist einfach tot. Ne? Nach ca. 3 Wochen sind die Benzole, die Benzolanteile vom Kraftstoff so schnell abgelüftet über die Vergaserentlüftung, dass das Zeug, was da drin ist, tot ist oder fast tot ist. So, und das pumpt ihr schön in den Brennraum rein, an die Zündkerze und nichts passiert. Also daher immer mein Tipp, stellt ihr das Ding ab und ihr wisst, das bleibt länger stehen, macht immer den Vergaser leer. Oder lasst sie leer laufen. Benzin an zu, so lange tuckern lassen, bis er ausgeht und abstellen, alles ist gut. Ja? So, das waren jetzt die Tipps zum Kicken und jetzt geht's weiter.